muss ich die einsetzen? 5. November 2038. Okay. Ich kann euch jetzt schon sagen, für einen Emotionsbolzen, wie ich einer bin, dieses Spiel zu spielen, wird hart. Es wird richtig heftig hart. Und ich hoffe, ich werde nicht an den Moment kommen, wo meine Rationalität wegbricht, weißt du? Leg das Paket ab. Okay. Bin ich um Karl. Karl im Obergeschoss. Alles klar. Was haben wir hier hinten noch? Öffnen? Warum soll ich das öffnen? Hä? Da ist doch der kleine Vögelchen. Also, wir kümmern uns um Karl. Ne? Unser Auftrag ist klar. Fokus auf den Auftrag. Mega geiles Haus hier, ne? Oh oh. Behinderten Lift. Trifft meine Emotionen direkt auch schon wieder. Kunst, teure Kunst, gehe ich mal davon aus, weil mir sagt sie absolut überhaupt nichts. Immer wenn Kunst irgendwie nicht nachvollziehbar ist für Otto Normalverbraucher, ist es teure Kunst. Okay, Präparate von Dinosauriern und so weiter. Also eher historisch interessierter Mensch, nehme ich mal an. Die Vorhänge auf. Alles klar. Ist das hier das Zimmer von Karl oder wie? Oha. Name besser? Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt. 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Natürlich nicht. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Ist nur ein kleiner Pieks. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, er kommt mir schon bekannt vor, aber zu erhalten. Hey, was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh, nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Alien, ja genau. Das war's. Genau. Achso. Ist natürlich jetzt auch so eine Frage wieder, ne? Wenn man jetzt von einem Androiden geduscht wird, schämt man sich oder schämt man sich nicht? Nackig vor ihm zu stehen. Man schämt sich nicht, eigentlich, ne? Aber unser Kopf sagt uns halt was ganz anderes. Weil der Android so menschlich dargestellt wird.
Bring Karl zum Esstisch. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Mein Gott. Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Mhm. Der Direktor hat schon viermal angerufen und möchte Esstisch, wissen, ob sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich bin noch nicht entschieden. Okay. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Hm. Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Oh, entschuldige. Nein, lass gut sein. Wir begleiten ihn nach unten natürlich. Aber erst, wenn er auch geht. So. Na los, weiter geht's. Boah, die Steuerung ist heftig, Leute. Das kann ich auch jetzt schon sagen. Ich hab Hunger. Entschuldigung. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Markus. Gern geschehen. Oh Gott. Oh Gott, da muss ich mich echt... Oh Gott. Hä? Na komm schon. Hä? Verstehe nicht. Ich hätte mein Frühstück gerne noch vor dem Mittag. Ja, alles klar. Entschuldigung. Entschuldigung. Noch irgendwas machen oder? Mhm. So, der Herr. Bon Appetit! Danke, Markus. Gerne doch. Fernseher! Hier ist es einiges besser, ne? Er bedankt sich bei uns und so weiter, also... Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, Karl. Entschuldigung. Er ist auch dankbar, ja, ja. Jede Menge Bücher. Was ist das da oben? Lesen? Shakespeare? Platon? Shakespeare, let's go. Was liest du? Oh, Macbeth. Das haben sie mir empfohlen. Und, was meinst du? Menschliche Emotionen sind interessant. Doch ich kann nicht behaupten, dass ich sie richtig verstehe. Die Menschen verstehen sie auch nicht. Hm. Sie bestimmen unser Leben und lassen uns himmelhoch schluchzend oder aber zu Tode betrübt sein. Das stimmt. Ein Leben ohne Emotionen ist nicht lebenswert. Danke. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst.
Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Nein! Ich muss nicht selber entscheiden. Warum soll Androide selber entscheiden? Jetzt wird's kompliziert, ne? Das ist egal. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Dickes Ei. Nein. Das mit der Steuerung ist echt puh. Okay, wir räumen einfach mal von uns aus auf. Auch das würde der Android ja eigentlich nicht von sich aus tun. Also wir fällen jetzt schon die ersten Entscheide für uns selber. Ich sehe, in welche Richtung das Spiel gehen wird. Und das mag ich nicht. Das ist genau das, was die Emotion hier in das reinbringt, ne? Das macht das einfache Leben eines Bots kompliziert. Oh, mega schönes Haus hier mit dem Garten und alles. Mega schön haben wir es hier. Schon zufrieden für heute? Also, was hältst du davon, Marcus? Ich habe eigentlich keine Meinung. Es hat das gewisse Etwas. Ich mag das Blau. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Jetzt kommt's beschissen. Aha. Kunikasso! Ziemlich schnell, ne? Der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen. Deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube,
Das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Ich habe keine eigene Sichtweise. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich. Auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Oha. Oha. Das geht nicht, Leute. Identität, Andreed, Verzweiflung, Zweifel, Gefangene. Ich bin Andreed, fertig. Hä? Er könnte gar nichts malen, dass er sich nicht vorstellen kann. Er kann sich nicht irgendwas vorstellen. Gegend. Dachte ich, schau mal rein. Er will Kohle. Nur noch Zeit, nicht? Das klassische Bild wieder, ne? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Wusste ich doch. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt, warum. Ja, ja, ich weiß, warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Da will ich mir vielleicht mal was überlegen. Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Naja. Du hast mich nie geliebt. Ein bisschen Selbstreflexion würde wahrscheinlich im Moment helfen. Also,